Siehst du die Haut hier? Abo. Wo ist das Tier? Hey, schau mal. Hallo, willkommen bei Pattergei in der Schweiz. Wir sind im Nationalpark und siehst du das Feld hier von Gröll und Steinen? Das ist das Heime von der Kreuzotter, der einzige Schlange im Nationalpark und eine giftige Schlange. Wir wollen sie besuchen, für das brauche ich jemanden, der sich auskennt bei der Kreuzotter, der Parkwächter Domenik. Hoi Domenik! Ja, ciao Pet. Ciao. Also, wogen wir uns mal Richtung Kreuzotter. Richtig. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, aber du hast eine Ahnung, wo sie daheim ist, oder? Ja, das ist... Sie sind sehr, sehr gut getarnt und sehen jede Bewegung. Man muss effektiv sehr gut schauen. Schon also. Weiter, wenn man etwas sieht. Wegkriechen. Da hocken sie Reihen sehr, sehr gerne. Das ist ein Plätzchen, wo man sie immer wieder beobachten tut. Ich höre Schlangen persönlich sehr gerne. Ich grüße mich überhaupt nicht von Schlangen. Im Gegensatz zu anderen. Aber trotzdem, die Kreuzotter ist giftig. Wegen dem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir uns an die Ahnen pirschen. Der Domenik weiss, dass hier irgendwo zwischen den Steinen die Kreuzotter daheim ist. Aber auch nach einer Stunde haben wir immer noch keine gesehen. Es könnte noch etwas länger dauern, bis wir sie hoffentlich finden. Aber bis wir sie dann auch hoffentlich gefunden haben, gibt es für dich jetzt eine Runde Kuhshüsse über Kreuzotter. Hast du zum Beispiel gewusst? Kreuzotter ist eine Giftschlange. Du erkennst giftige Schlangen meistens an ihren schlitzigen Pupillen. Solltest du mal von einer Kreuzotter gebissen werden, keine Panik, aber trotzdem so schnell wie möglich zum Arzt. Im sogenannten Kommentkampf geht es darum, welches Männchen stärker ist und zuerst am Boden liegt. Das zeigen wir dir später noch. Die Kreuzotter isst am liebsten Mäuse und Eidechsen. Siehst du etwas, Domenik? Eine Haut gesehen jetzt. Eine Haut? Wow! Also diese Schlange hat sich komplett gekügelt. Ja, das ist dort beim Köpfchen. Man sieht noch die Form eigentlich. Ja klar, schau mal. Ja, Schwanz hinten dran. Wow! Man kann es also sehr, sehr gut erkennen. Wow! Es oh, fühlt sich papierig an. Sehr interessant. Das war das Maul. Im Oberkiefer hocken die zwei Giftzehen. Ich habe noch nie eine Kreuzotter in echt gesehen. Der Domenik der kommt gerade ins Schwärmen. Die glänzend richtig. Ein schöner mit dieser Zickzacklinie und im Kopf der X, also der Kreuz, wo eigentlich auch von der Name von der Kreuzotter kommt, aha, sieht man dann fantastisch gut. Die Kreuzotter ist auch ein Beispiel dafür, dass sie sich angepasst hat, richtig, an die Berglandschaft. Ja. Die ist lebend gebärend. Jawohl. Jetzt muss man vielleicht mal erklären, andere Schlangen, ja, machen das nicht so. Das ist so, die haben es auch nicht nötig. Die können Eier lecken und dann von der Sonne wird das ausgewärmt, also wird das ausbrütet in dem Sinn. Und das ist bei der Kreuzotter, wäre das nicht möglich, in diesen kalten Temperaturen dort oben, die tut das lebend gebären. Und jetzt musst du mal schauen, die Baby-Kreuzotter hier ist nur so gross wie ein Schlüssel. Und sie hat von Anfang an schon ihr schönes Muster. Ah ja, und tarnen kann sie sich auch gut. Darum aufpassen. Wenn man so etwas sieht, mit Respekt begegnen, man muss absolut keine Angst haben, aber nicht anlegen. Ja, nicht. Oft bist du eine Schlange ein, wenn sie verschreckt oder überrascht wird. Das ist nur so. Also das ist nur effektiv, wenn man drauf trampelt. Das ist mir halt in Gottes Namen auch schon passiert, wenn man diesen Gräsern unterwegs ist. Gerade letztes Jahr, letzten Sommer, bin ich auch da unten auf der Alp rausgelaufen. Zumal merke ich etwas an der Hose, bin ich effektiv auf dem Schwanz von der Kreuzotter drauf getrampelt. Und die hat mir dann hier die Hose gepackt. Aber das ist nicht dramatisch, die kommen nicht durch. Ach, wenn man so ein bisschen recht, wenn jetzt kurze Hösli unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich einen Biss gehabt. Okay. Du bist der Kreuzotter schon ein paar Mal begegnet in deinem Leben und hast dabei auch schon grandiose Aufnahmen gemacht. Und von denen möchten wir dir jetzt auch ein paar zeigen. Da sind jetzt zwei Männchen am Kämpfen. So Kämpfe gibt es während der Paarungszeit. Da geht es darum, wer der Chef ist und nachher das Weibli befruchten darf, damit es dann Junge gibt. Ha. Ein Spektakel. Aber wir suchen ja immer noch unsere Kreuzotter. Oh,
Der Domenik sieht etwas. Wo die Haut gelegen ist, dort ist sie gekommen. Jetzt ist sie rausgekommen dort hin. Also die hat gerade frisch gehütet. Wenn sie frisch gehütet hat, sieht sie jede Bewegung. Ich lasse mal vorausgehen. Ja, ich gehe mir gemühen, sehr vorsichtig durchlaufen, ohne grosse Bewegungen. Und dann kommen wir auf ein paar Meter her. Also ganz vorsichtig. Trizotra sieht ja nicht nur super, sie spürt auch, wenn wir zu fest auf den Boden trampen. Jetzt sehe ich sie endlich. Dort beim Stein. Boah, wow, die ist wirklich groß. Wow. Die Körpertemperatur der Kreuzotter passt sich an der Wärme vom Wetter an. Fit und munter ist sie dann, wenn sie schön warm hat. Darum kommt sie auch am liebsten raus, wenn die Sonne scheint. Im Winter siehst du sie nie. Dann ist sie in ihrer Kältestarre, in ihrem Versteck und bewegt sich praktisch nichts. Sie ist wie gefroren. Die Kreuzotter hier ist auch eher langsam unterwegs. Das hat aber glaubt damit zu tun, dass sie wegen uns verunsichert ist. Oh, ein Köpfchen zwischen den Steinen wieder. Oh ja. Du siehst ganz gut. Ja, ich sehe es. Ja, das ist halt das. Jetzt kannst du nicht bewegen, sonst ist sie weg. Die schaut uns genau an. Das gefällt ihr nicht gut, was wir hier machen. Jetzt geht sie weg. Das ist super, dass wir sie jetzt doch noch ein bisschen gesehen haben. Also die Fresse hat zum Beispiel Frösche, eine Maus. Richtig, Müsse und dann auch Eidechsli. Und also Müsse vor allem, das ist ein super Biotop. Wenn man hier sieht, sieht man auch, dass Müsse, die Schneemaus umeinander ist. Und natürlich, wenn sie eine Maus gefressen hat, zwei, drei im Sommer, das genügt. Aber wie funktioniert ja. das? Also, sie tut sie einen Biss geben. Ja. In der Hand vom Biss verfolgt sie die Spur, das lässt den Geruch ab, verfolgt sie die Spur. Und die geht nicht weit, die Maus geht nicht weit mit dem Gift. Und dann ist sie die will noch flüchten, ja, ist gebissen worden. Ja, und dann verändert sie irgendwo und dann wird sie aufgenommen. Und das Gift gleichmäßig hilft auch zur Verdauung. Aber die wird ganz reingeschluckt. Unser Weibel hat aber immer noch scheint genug von der letzten Maus. Ja, und ich glaube auch von uns. Jetzt hat sie sich zurückgezogen, ist unter die Steine gegangen. Aber es ist okay, wir haben sie ja noch gesehen und das ist ja das Beste, oder? Wir lassen sie jetzt Zeit, Kreuzottern. Ich hoffe, dir hat es genauso gefallen wie mir hier bei den Kreuzottern daheim. Und ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder bei Pattengeier in der Schweiz. Salut!